Da hätte ich noch gern ein kleines rein. Warte, bis Nacht ist. Hilft ja nix. Ich wollte hier noch ein kleines reinbauen. Weil wegen Gasse und so. Nimm ein bisschen Feld weg. Ich nehme doch kein Feld weg. Das ist alles 8x7. Das ist alles ausgemessen. Da nehme ich nichts weg. Sieht das dann doof aus? Ich habe ja schon eine Vorstellung, wie es aussehen soll. Kleines Haus. Wie viel? 6 Rundholz. Okay, lass mal gucken. Man hätte also echt ein Dorf mit Männern starten müssen, wo dann nach und nach Frauen dazukommen, damit die Männer weiterhin alle Arbeit machen können. Ja, genau. Ganz genau. So ist es einfach. Ich glaube, ich kann mir gerade ein Haus nicht leisten, ne? Vom Materialien her. Nachts kannst du sehen, wer darin schläft. Ja gut, das stimmt, aber ich weiß es ja jetzt. Es sind 2 Frauen, definitiv. Warum hast du nur mit Frauen angefangen? Weil ich nicht nachgedacht habe. Und ich habe gedacht, naja, wenn nur Frauen nehmen und keine Männer haben, dann können die ja nicht schwanger werden. So, okay, warte, ich speichere mal vorher. Habe ich gespeichert? Jetzt habe ich gespeichert, okay. Jeden der Männer direkt in Einzelhäuser. Geht eh nicht mehr anders. Du kannst es nur noch. Kannst du nur noch so machen. Gibt Hindernis. Oh nein. Oh doch. Oh. Okay. Und hier hinten der kleine Hof, ne? Wie geplant. Hier ist der kleine Hof, wie geplant. Männer werden generell nicht schwanger. Ja, ja, wie gesagt, hätte ich am Anfang mal überlegt. Hätte ich mir das sparen können. So. Und das Haus hier würde ich vielleicht... Doch, ich muss es auch komplett machen, ne? Ich hatte überlegt, ob ich das ohne Kalkstein mache, damit es hier so ein bisschen abwechslungsreich aussieht, aber... Dann verbrauchen die halt noch mehr Brennholz. Ist, glaube ich, doof. Das ist, glaube ich, doof. So. Okay, zeig mal her. Bearbeiten. Auf jeden Fall Wand mit Fenster. Tür. Steinetür. Hier nichts Fenster. Solide. Hier nichts Fenster. Solide. Auf der Seite auch solide. Gut erkannt, Spiel. Und hier kann man die Nachbarn beobachten. Das ist gut. Das lasse ich. Steinwand und hier Nachbarn beobachten. So. Steinwand. Steinwand. Okay. Haben wir dann ein kleines Haus. Ach so, warte, warte kurz. Strohdach muss natürlich auch wieder. Dach mit hölzernen Ziegel. Ist auf jeden Fall sehr viel günstiger als die anderen Häuser, aber trotzdem noch teuer genug. Tür zum Hinterhof. Ich weiß noch nicht genau, wie... Der ist, glaube ich, nur so erreichbar, ne? Vielleicht hier. Über diesen Weg eventuell. Da könnte ich hier dann... Könnte hier so reingehen, wenn ich dann hier zum Beispiel sage, Tür zum Hinterhof ist aber eigentlich schon... Ist ganz, ganz cool. Problem ist, ich weiß, wo das Bett sein wird. Das Bett müsste hier sein, ne? Hier ist der Eingang. Da müsste... Ne, hier sind 2 Betten. Ich guck mal kurz bei unserem kleinen Haus. Das ist nicht unser kleines Haus. Ich komme hier langsam durcheinander. Ein Haus kann nur eine Tür haben. Alles klar, hat sich erledigt. Alles klar, hat sich erledigt. Wenn die Anzahl der Häuser begrenzt ist, warum dann kleine Häuser bauen? Weil es optisch einfach mal was anderes ist. Wir haben momentan nur die großen Häuser und ich wollte optisch was anderes haben. Es passt hier super in die Lücke und wir machen hier so einen kleinen Innenhof. Das war der Grund dafür. Ich überlege gerade, ob ich das Haus andersrum bauen soll, dass die Tür nur zum Innenhof geht und dann muss man hier quasi durchgehen. Dann muss die Person hier durchgehen, eventuell. Niki, ich muss ja überhaupt nichts beweisen. Der Stream spricht für sich. Das weiß jeder hier.
Wo käme ich denn dahin, wenn ich mich jedem beweisen müsste? Ganz ehrlich, ich habe Besseres zu tun. Als ob du dich allen beweisen würdest. Und es auch schaffen würdest. Das kommt nochmal dazu. So. Tür im Innenhof wäre schon süß. Ja, ne? Ich glaube, ich mache das jetzt auch. Ich glaube, ich reiße das ab. Oh, nicht so, sondern so. Komische Leute gerade hier. Was, wieso? Habe ich was verpasst? Das hier mache ich weg. Schotterstraße. Einfaches kleines Haus. Oh nein, ist schon dunkel geworden. Okay. Kuh. Oh nein, mir fehlen wieder 6 Rundholz. Okay, warte kurz. Wegen den Fragen. Okay. Okay. Du kannst die Tür einfach nach hinten setzen. Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht, weil dann hinten die Betten sind. Wenn du das Haus so rumsetzt, ist das Problem, das Spiel merkt sich, wie rum du das Haus setzt. Und egal, wo du die Tür hinsetzt, die Betten drin und alles, das Innenlayout wird immer gleich sein. Das heißt, ich würde die Tür gegen ein Bett bauen. Und das will ich nicht. Das soll schon alles passen. So. Das Spiel funktioniert halt so. Letzten Spielstand laden, um Ressourcen zu sparen, und es wäre noch hell. Gute Idee. Du hast völlig recht. Wenn 2 schwanger sind, kriegen die dann je 2 Kinder wegen dem größeren Haus. Also die können dann nochmal schwanger werden. Die kriegen ein Kind, aber können dann nochmal schwanger werden. Das hat nicht so gut geklappt. So, Dynamix, Dankeschön. Vielen Dank, Dynamix. Okay. Ja, scheiße. Hab ich da nochmal... Hab ich einen Quicksave gemacht? Hat der automatisch gespeichert? Warte mal. Schnellspeicherung. Nee, das war ich. Hab ich gespeichert, nachdem ich es abgerissen habe? Warum mach ich denn sowas? Wie dumm von mir. Verstehe ich selber nicht. Macht gar keinen Sinn. Ich habe mir wahrscheinlich die Quicksaves einfach angewöhnt, wa? Okay. Gut, jetzt nochmal speichern. Ach ja, ich habe Quicksave gemacht, weil ich ein Haus bauen wollte. So, jetzt wird's problematisch. Problematisch, weil ich sehe nämlich nicht genau, wie ich es baue. Ich muss es drehen, warte mal. Okay. Okay. So. Hätte mir fast noch die Tür hier gewünscht, aber naja. Okay. Ach, da muss ich jetzt noch alles nochmal machen. Alles klar, Tür mit Stein. Fenster in Innenhof? Nö. Hier kein Fenster. Hier kein Fenster. Da oben, Flechtwand, nein, Stein. Hier können wir gerne 2 Fenster machen, von mir aus. So. Oh. 2 Fenster, so. Flechtwand, kein Fenster. Kein Fenster. So, das Fenster zum Hof, ja. Dann hier. 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 Und hier. Und hier vielleicht auch nochmal vielleicht statt vielleicht schon. So. Okay. Bin gespannt, ob die Wegfindung der NPCs bei den dünnen Gassen funktioniert. Naja, ich baue einen Weg drüber halt, ne? So. Boah, diese Küken, ne? Du verdurstest. Ja, ich wollte gerade hier.
Wollte gerade trinken gehen. Und der Schlauch. Ja, ich weiß, wir haben einen Schlauch, aber da ist nur so wenig drin immer. Der braucht immer 70 Liter zum Trinken. Der Fluss stand mal viel höher. Wir haben so viel weggesoffen. So, okay. Zugang zum Innenhof. Was für ein Etablissement wird das? Da wird Skuma verkauft. Das wird die Skuma-Bude. Warum sind die Küken denn so laut hier überall? So, Rundholz. 24, zack. Oh nein, 104. Oh nein, das war viel zu viel. Oh, ach, wir hatten noch 10. Oh, easy. Ja, cool. Okay. So. Wie komme ich denn da jetzt hin? Hier durch, ne? So. Das wird günstiger als die anderen Häuser auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, ob wir genug Steine haben. Junge, ist das günstig. Habe ich nichts vergessen? Okay, cool. Cool, cool. So, und kann ich mal vielleicht gerade, um hier Licht zu haben. So. Ah, besser. Streamst du am Freitag auch? Ja, klar. Natürlich, natürlich, natürlich streamen wir am Freitag. Natürlich. Okay, Rundhölzer haben wir alle. Das war echt günstig. Steine, oh, die Steine reichen bestimmt auch. 32. Oh, komm, ein paar können wir noch nehmen. 12. Ja, gut. Okay. So. Morgen. Es ist eigentlich blöd. Es ist so blöd, dass wir das Zweierhaus jetzt aufgeben müssen. Es ist selten dämlich. So. Oh, ja, ja, ja. Okay. Steine. Nochmal 20, 24. Ja, wird wohl reichen. Ich mach mal 32. Das wird auf jeden Fall reichen. Bretter brauchen wir auch noch. Weißt du schon, was du Freitag spielst? Überhaupt nicht. Keine Ahnung. Am Ende bestimmt wieder Dice ist 4. Da passe ich nicht rein. Warte. Didi. So. Was? Mein verdammter Daumen pocht, seit sie ihn vorhin im Krankenhaus geklebt haben. Will ich wissen, was da passiert ist? Will ich das... Oh nein, die Maus ist raus. Alles klar. Warte kurz. Maus wieder rein. So. So. Okay. 12 Bretter, 24, 48 Bretter brauchen wir. Das neue LP mit Tobi ist so gut. Boah, das Spiel ist auch geil. Das Spiel ist einfach geil. Das ist ein Geschenk für uns beide. So, 48 Bretter. Haben wir? Oh, haben wir. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das Haus fertig kriegen. Die kleinen Häuser sind echt viel dankbarer, ne? So. Ja, die Maus hängt nicht mehr so oft, komischerweise. Ich weiß nicht, warum. So. So. Alles klar. Wir haben es gleich. Okay. Herr im Himmel. Ich sag doch, der Eisenhammer taugt nichts. War das schon wieder der Holzhammer? Der Eisenhammer ist, glaube ich, schon länger weg, ne? Eisenhämmer taugen einfach gar nichts.
Die taugen nichts. So. Was wir für Verschleiß haben. Das war noch der Eisenhammer? Okay, taugt, dann taugt er nichts. Das war der erste jetzt. Der taugt nichts. So. Da muss ich den Hammer wieder auf die 2 legen. Nee. Sicher, dass das noch der Eisenhammer war? Den hölzernen Hammer direkt aktiviert. Sicher, dass das der war? Sicher? Das war die Fackel. So. Okay. Kriege ich das nachts hin? Ich speichere mal lieber. So, ich mach's mal ein bisschen schmierig hier, ne? So. Eigentlich müsste der ganze Innenhof mit Kies ausgekleidet sein, oder? So. Ich guck mal. So. Vielleicht ein bisschen grün. Und dann Brunnen bauen. Kann man einen Brunnen überhaupt bauen? Gibt es Brunnen? Warte. So. Ja, ich glaube, so sieht gut aus, ne? Dass du am Weg nicht mehr bauen kannst. Vielleicht noch eine Fackel hin. Können wir hier noch hinmachen? Oder vielleicht hier in die Ecke? Falls... Oh, Jahreszeitenwechsel. Es ist wieder Winter geworden. Wow, bloß nicht so schnell zur Arbeit gehen, ne? So, aus dem Weg. Pff. So. Es ist Winter geworden. Hast du keine Probleme, Sitze und Feuer auf dem Weg, Kies zu bauen? Doch, doch, habe ich auch. Aber habe ich da drin erstmal nicht geplant im Innenhof. Vielleicht mache ich da noch Bänke hin. So, und jetzt geht's hier so rein. Ja gut, sieht jetzt nicht mehr so aus, aber... Siehst du, das meine ich mit den Betten? Da wäre halt eine Tür davor dann gewesen. Das meine ich damit. Die Betten wären hier gewesen, auf der Seite. Deswegen habe ich das Haus andersrum gebaut. Dann kann man hier schon rausgucken. So. Kalken noch. Ich müsste eigentlich, ne? Für die Zufriedenheit und so, aber... Ich würde es fast gerne so aussehen lassen, damit hier einfach mal Abwechslung... damit hier einfach mal Abwechslung ist. Weil so sehen die halt alle... Die Häuser sehen alle gleich aus, wenn die gekalkt sind. Weißt du, was ich meine? Das ist so schade. Schön, dass die Winterklamotten auch anhaben. Naja. Jetzt müsste ich die... Einwohner... Ja, ich müsste es noch kalken. Ihr habt schon recht. Aber welches... Ich hätte doch nachts gucken müssen, wer da drin ist. Ich hätte nachts gucken müssen, wer hier schläft. Aber die Nacht war zu schnell rum. Oh, verdorben haben wir hier auch noch wieder, ne? Wir haben ja ganz viel verdorben noch. Wir müssen ja die verdorbenen Sachen aus den Häusern holen. Oh nein. Der Winter. Der Winter kam unerwartet. Er hat uns alles genommen. Der kalte Wind pfeifte durch die verschrobenen Löcher unserer Häuser. Unsere Kinder, die Lippen blau gefroren, sie waren die ersten, die der Winter nahm. Wochenlang ernährten wir uns von tiefgefrorenem Fleisch der Tiere, nicht wissend, was der nächste Tag wohl bringen mag. Unsere Kinder, mangels Schule leider sehr dumm, gingen ohne Schuhe in den Schnee. Zieh dir was an!
Nicht im Unterhemd! Rein da! Bisschen! Ihre kleinen Füßchen. Oh, du musst dich aufwärmen. Ihre kleinen Füßchen froren auf der Straße fest. Unfähig, sich zu bewegen. Unfähig zu fliehen. Unfähig, die Wärme zu suchen. Die Wärme eines liebenden Mutterbusens. Mutterbusen? So, wieso ist mir denn kalt? Ich hab doch... Guck mal, ich hab Pelz, Schuhe, Pelz, Haube. Ich hab doch alles. Was kann man sich mehr wünschen? Ich hab sogar 10 Steine in der Tasche, da wird mir doch warm. Buttermusen. Buttermusen auch schön. Aber, wieso haben wir denn... Wieso wird uns... Seit wann wird uns wieder kalt im Winter? Wir sind noch angezogen. Wo hakt es denn? Kinder, die arbeiten, frieren nicht. Ist so. Handschuhe fehlen dir. Ich habe nie Handschuhe gehabt, glaube ich, oder? Hatte ich Handschuhe? Weiß nicht. Die Geräusche. Achso, die arbeiten hier wieder. Okay, Problem ist. Zieh die Kapuze noch an. Wir haben eigentlich alles, oder? Habe ich die nicht an? Ne, ich habe eine Pelzhaube, aber die ist nicht an. Doch, die habe ich an. Kapuze kann ich nicht anziehen, glaube ich, weil hier, was kommt denn da hin? Kann ich irgendwas anziehen? Pelzhaube. Ausrüsten. Nee, ich habe eine Pelzhaube anstatt Kapuze. Handschuhe fehlen noch und vielleicht 10 Kälteschutz. Vielleicht noch ein ordentliches Hemd, wa? Aus Fell oder sowas. Kannst beides anziehen. Ja. Aber, nee, geht nicht. Also wenn ich anlegen mache, hier ausrüsten, überschreibt er die automatisch. Und wenn ich einen Pelz aufmache, überschreibt er die wieder automatisch. Aber wir brauchen noch vernünftig, wir haben noch Razimirs Hemd und Kniehose. Ich glaube, da brauchen wir vernünftige Klamotten, oder? Hier brauchen wir noch den großen Beutel. Und Handschuhe. Also ein bisschen was geht da noch. Bisschen Platz haben wir da noch nach oben mit Wärme. Vielleicht ein besonders kalter Winter. Ich finde das schön mit dem kleinen Häuschen und dem Innenhof hier. Finde ich irgendwie nice. Ma. Eine Bank wäre vielleicht wirklich noch schön gewesen. Hast du in der Truhe noch eine Haube? Eigentlich reichen Razimis drunter. Muss wohl eine Änderung sein. Ich habe aber kein Update zum letzten Mal gezogen. Wir spielen gerade mit der Version, die wir letztes Mal schon gespielt haben. Kind ist immer noch festgefroren. Schade. So, die Haube. Bringt die überhaupt was? 5 Kälteschutz. Okay, haben wir die Haube angezogen. Gut. Dann würde ich aber mal sagen... Wir machen nächstes Mal weiter. Ich weiß noch nicht genau, wie wir weitermachen. Wir müssen das eine Haus umziehen lassen. Um offenbar... Ja, komm, ich repariere nochmal schnell. Das muss ich mal schnell machen. Oh ja, das ganze Dorf. Das ganze Dorf ist der Witterung ausgesetzt. So. Stock. Stock und steif gefroren liegen sie da im Winter. Nichts Böses ahnend, der leere Blick des toten Fleisches sieht in die Unendlichkeit. Ja. Hier ist nichts. Okay. Gut, dann hier nochmal. Okay. Flusswald hat sich echt verändert. Ist so, ne? Boah, Flusswald so schön einfach. Haben wir noch irgendwas? Ich guck mal. Ich kann nicht rennen, ich bin überladen. Warte kurz. Hier, nix. Oh, ne. Alles gut. Alles tippitoppi in Schuss. Super. Erstaunlich wenig, was wir machen müssen.
Nö, alles gut. Alles gut. Hier läuft alles. Das ist eh neu. Kontrollrunde ist beendet. Sieht alles toll aus. Schau, Management. Nee, da wird mir angezeigt, dass noch was kaputt ist. Da will ich ja nicht hin. Nee, ich guck mal kurz. Keine Arbeiter, keine Arbeiter, keine Arbeiter, keine Arbeiter. Sieht alles sehr gut aus. Grabungsschuppen 62%, aber der ist eh... Ach nee, ist Grabungsschuppen 1, den brauchen wir eh nicht eigentlich. Aber okay, ist alles noch super. Verkauft die zwei Schweine. Sag mal, ich glaube, es hackt. Ich glaube, es hackt. So. Okay. Sind Steine da, Rundholz, Stroh. Repariert haben wir auch. Dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn wir... Ja, wir müssen die Damen aufteilen. Das Ding hier muss weg. Ich stelle mich mal so hin, dass ich sehe. Was ist nun mit dem Brunnen? Welcher Brunnen? Wo hast du den Brunnen her? Welchen Brunnen? Was ist nun mit dem Brunnen? Okay, gut. Das muss weg. Neue Scheune dahin. Hier ein Durchgang. Die Scheune abreißen. Da ein neues Lager hin. Das Lager abreißen. Das ist der Plan. Das wird furchtbar. Was ist mit den Kohlen? So, ich mach nochmal richtig speichern hier. Spiel speichern. Gut. Du wolltest doch gucken, ob man einen Brunnen bauen kann. Ich habe noch nie einen Brunnen gesehen hier. Möbel. Waschzuber geht. Den könnte ich statt Brunnen bauen, könnte ich einen Waschzuber, aber... Es gibt keinen Brunnen. Das sind Steinmauern, Lagerfeuer, Fallen, Beleuchtung, Straße. Ich glaube, weitere... Ne, das sind ja die. Ein Brunnen mit Coca-Cola. Das wäre natürlich wunderschön. So, ich sag mal Tschüss auf YouTube, ne? Wir sehen uns nächstes Mal, also in der nächsten Aufnahme. Alle drei Leute auf YouTube. Wir haben ein bisschen was zu tun. Ich werde es bestimmt wieder vergessen. Ihr müsst mich dann erinnern. Wir werden sehen. So, jetzt aber vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Grüß mit dem Zukunftsgronk. Im Stream geht's noch ein bisschen weiter. Ich sag mal Ciao mit V. Tschüss. Gehabt euch wohl in diesem Fall. Und bis baldigst. Bis baldiber. Auf Wiedersehen. Tschüss. Habe die Ehre. Hat mich gefreut. Shake hands. Ciao. Ciao ist mit Fausen. Bin draußen. Tschüss.